Der wird gehalten von Dr. Miriam Albers und er trägt den Titel Digital persönlich weiter. Wie sehen unsere bibliothekarischen Weiterbildungsangebote der Zukunft aus? Generell fragt sie das gemeinsam mit Frau Professor Dr. Simone Fülles-Ubach, die aber heute leider nicht anwesend ist. Frau Dr. Albers ist studierte Psychologin und Bibliothekswissenschaftlerin und nach Stationen bei der Fraunhofer Gesellschaft und an der TH Köln ist sie jetzt Referentin für strategisches Bibliotheksmanagement bei ZBMed. Ihre Schwerpunkte dort sind unter anderem Organisations- und Personalentwicklung sowie Change Management. Genau, und sie berichtet heute unter anderem von den Ergebnissen ihrer Umfrage zu den bibliothekarischen Fort- und Weiterbildung und wir sind alle schon sehr gespannt. Frau Fülles-Ubach ist leider heute nicht da, aber Frau Fülles-Ubach und ich haben diese Befragung und auch eine vorangegangene Befragung zu dem Thema im Jahr 2016 gemeinsam durchgeführt. Das heißt, wir können uns sehr gut gegenseitig vertreten. Genau, weil ich stelle die Frage, wie sehen die Fortbildungen der Zukunft aus? Da ist natürlich die Frage, wie sahen denn Fortbildungen bislang aus? Und da werde ich noch mal kurz auf die Befragung eingehen, die wir im Jahr 2016 durchgeführt haben. Und dann eben die Frage, wie werden wir uns denn künftig fortbilden? Und zwar immer aus der Sicht eben von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Also wie sind die Wünsche, wie sind die Erwartungen? Wie soll Fortbildung künftig gestaltet werden? Und am Ende gebe ich dann noch ein kleines Fazit. Aber der Anfang ist halt der Rückblick nochmal auf die Befragung im Jahr 2016. Wir haben die Befragung jeweils in Kooperation mit dem ZBIW, das ist vielleicht ein Fortbildungsanbieter, den Sie alle kennen, durchgeführt. Wir haben es aber nicht im Auftrag durchgeführt. Das heißt, Sie haben uns einfach geholfen, noch Input in Bezug auf Fortbildung zu geben, haben uns da beraten, aber wir haben das komplett wissenschaftlich unabhängig vom ZBIW durchgeführt. Und die zentralen Ergebnisse im Jahr 2016, die sind relativ schnell zusammengefasst. Das erste war, es gibt keine systematische Personalentwicklung an keiner der Bibliotheken. Also es gab da die Frage, wer initiiert denn Fortbildungen bei Ihnen? Und das waren bei 90% der Befragten die Teilnehmenden selber. Also und in quasi fast keinem Fall irgendeine Form von Personalbeauftragter oder vielleicht auch der Chef oder die Chefin. Das hat quasi nicht stattgefunden. Dann war es aber so, dass alle gesagt haben, mein Beruf verändert sich, ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, wo es hingeht. Und ich sehe einfach aus dem Grund schon, dass es einen steigenden Fortbildungsbedarf für mich selber gibt. Dann, wir erinnern uns, war 2016, es war noch bevor vieles andere passiert ist, dass ganz klar war, Präsenzveranstaltungen werden bevorzugt, am liebsten in der eigenen Region. Deswegen sind auch viele immer bei irgendwelchen regionalen Fortbildungsanbietern, die eben, ich sag mal, Veranstaltungen anbieten, die in einer Reisezeit von ungefähr 2 Stunden zu bewerkstelligen sind. Online-Veranstaltungen haben wir damals auch abgefragt, hat aber damals quasi fast keine Rolle gespielt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war RDA das große Thema. Das heißt, alle haben eigentlich RDA-Fortbildungen gemacht. Und es war tatsächlich so, dass aber auch insgesamt sehr operative Themen stark im Vordergrund standen. Also eben zur Katalogisierung, aber auch zu einzelnen Dienstleistungen, Bibliotheken oder zur Bedienung von irgendwelchen Systemen. Das waren so die Themen und das, was 2016 im Vordergrund stand. Und jetzt ist halt die Frage, wie hat sich das verändert? Und wir haben im Jahr 2021 die Befragung erneut durchgeführt. Das heißt, ein Teil der Fragen ist wirklich komplett identisch geblieben. Und ein Teil der Fragen haben wir verändert. Die Veränderung kommt einfach auch dadurch zustande, dass sich sehr selber wissen, die Rahmenbedingungen verändert haben. Also das eine ist natürlich, was es mit all dem, was Corona eben bedingt hat, eben der große Anzahl an Zoom-Veranstaltungen oder WebEx und auch die große Erfahrung, die damit einhergeht. Und das andere, was aber auch noch so eine Veränderung war, ist, dass diese veränderten Rahmenbedingungen in vielen Fällen halt eher zu einer Mehrarbeit geführt haben. Das heißt, auf einmal musste alles
umgeändert werden. Man musste flexibler sein. Der gewohnte Ablauf war durchbrochen. Ich kenne Bibliotheken, die haben von heute auf morgen von einer Präsenzbibliothek auf eine Ausleihbibliothek umgestellt. Und solche Dinge sind natürlich nicht einfach so zu bewerkstelligen. Das heißt, die gefühlte, der Anspruch auch an die Flexibilität, an die eigene Person, was zu leisten ist, hat sich deutlich verändert durch die veränderten Rahmenbedingungen. Und was ich nochmal vorwegnehmen will, Sie sehen oben, dass deutlich weniger, also fast die Hälfte weniger Personen an der Befragung im Jahr 2021 teilgenommen haben als im Jahr 2016. Und zwar, und in den freien Kommentaren wurde uns dazu auch eine Antwort geliefert, und zwar haben die gesagt, seit Corona gibt es so viele Befragungen, wer soll die denn alle machen? Also ich glaube, dass das tatsächlich ein großer Punkt ist, dass eben dadurch, dass sonst nicht viel möglich war, eben viele Befragungen durchgeführt worden und da eine gewisse Müdigkeit und dabei einfach auch ein Zeitmangel besteht. Nichtsdestotrotz sind das aussagekräftige Zahlen. Ich wollte es nur sagen, dass eben auch dieses Mittel der Befragung durch Corona an neue Grenzen stößt. Aber was waren denn jetzt die Ergebnisse im Jahr 2021? Und der Titel der Befragung war Digital persönlich weiter, aber eigentlich ist das für mich nicht nur der Titel der Befragung, sondern es ist auch der Titel der Ergebnisse. Denn digital ist auch das große Thema bei Fortbildung, weil wo vorher RDA stand, steht jetzt digitale Dienstleistungen, IT-Bibliothekssysteme und eben Medien- und Informationskompetenz. Das heißt, es ist viel mehr so, dass eben die IT-Themen oder alles, was mit digital zusammenhängt, im Vordergrund steht. Und das heißt, es ist weniger operativ, häufig sind es auch mehr strategische Themen. Was sich aber verändert hat, ich weiß gar nicht, ob man das auf einer Veranstaltung wie der AGMB sagen darf, aber es ist so, dass grundsätzlich eher Einzelveranstaltungen besucht wurden als Überblicksveranstaltungen. Das war im Jahr 2016 auch noch anders. Da war das so, ich gehe auf die Tagung, ich gehe auf den Bibliothekartag und das und dann habe ich alles und bilde mich quasi in diesem Rahmen fort. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Das heißt, es ist eher so, ich gehe gezielt zu dieser Vorstellung und weniger zu Tagungen, die eben verschiedene Dinge anbieten. Was sehr interessant ist, ist, dass nach wie vor angegeben wurde, dass es einen steigenden Fortbildungsbedarf gibt. Gleichzeitig haben die Befragten angegeben, weniger Fortbildungen besucht zu haben. Das war ein etwas überraschendes Ergebnis. Wir waren davon ausgegangen, dass eben durch die Flexibilität und die Möglichkeit, Online-Fortbildung zu besuchen, das vielleicht sogar mehr geworden ist, ist es nicht. Was dabei mit reinspielt, kann natürlich sein, dass gerade am Anfang von Corona man ja noch gesagt hat, es ist ein temporäres Ereignis, was in 4 Wochen vorbei ist und man sehr viel immer verschoben hat und dann ja irgendwann angefangen hat, okay, das geht nicht. Ich habe selber zum Beispiel eine Fortbildung in der Schweiz gegeben, die wurde mehrmals verschoben, weil die Teilnehmenden sich das auch nicht vorstellen konnten, dass sie das online machen können. Irgendwann sind wir dann ins kalte Wasser gesprungen, haben es online gemacht und dann ging es auch gut. Aber deswegen denke ich, es kann vielleicht auch damit zusammenhängen. Trotzdem ist das etwas, was sich für uns jetzt von außen nicht ganz aufklärt. Wie kann einerseits immer gesagt werden, wir brauchen mehr Fortbildung und gleichzeitig wird weniger besucht. Aber gegen Ende habe ich vielleicht noch eine kleine Erklärung dafür. Dann ist es natürlich so, dass jetzt das Thema Online-Fortbildung ein ganz anderes ist, aus bekannten Gründen. Und vor allen Dingen jüngere und mittelalte Teilnehmende bevorzugen Online-Fortbildung. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Das eine ist natürlich die geringe Einreise. Häufig sind jüngere und mittelalte teilnehmende Personen eben mit Kindern oder die familiär eben noch in anderen Rahmenbedingungen sind. Das heißt, das ist ein klarer Vorteil. Häufig sind es geringere Kosten. Was auch ganz interessant ist, ist, dass mit Online-Fortbildungen auch neue Themen assoziiert werden. Das halte ich für eine gewagte Theorie, aber zumindest ist das der Grund, online gleich neu. Und dass auch gesagt wird, es gibt theoretisch die Möglichkeit, mehr Fortbildungen zu besuchen. Getan hat man es nicht, aber gefühlt ist das so. Bei älteren Teilnehmenden ist es so, dass nach wie vor gesagt wird, wir würden uns die Rückkehr der Präsenzveranstaltung wünschen. Und wenn man die freien Kommentare in der Auswertung dazu nimmt, wird ganz klar,
soll irgendwie das Beste aus beiden Welten geben. Es soll künftig sowohl Präsenzveranstaltungen als auch Online-Fortbildungen geben. Oder die Idee ist auch bei mehrtägigen Veranstaltungen, dass vielleicht ein Teil online ist und ein Teil Präsenz. Was aber eben ganz wichtig ist und warum das gewünscht ist, ist, dass der soziale Austausch nicht zu kurz kommen darf. Und das ist auch der Grund für die älteren Teilnehmenden, Präsenzveranstaltungen zu bevorzugen. Es ist aber auch so, dass das auch von den Jüngeren und Mittelalten gewünscht ist. Allerdings wünschen sie sich das online. Sie wünschen sich mehr Pausen in Online-Fortbildung. Sie wünschen sich aktive Pausen. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben. Ich habe das mit Teilnehmenden schon gemacht, dass wir vor dem Bildschirm geturnt haben. Das kostet ein bisschen Überwindung, das wirklich zu tun. Aber dann macht es tatsächlich Spaß. Also dass man eben nicht nur dieses, was Sie erkennen, wie wir treffen uns online und dann rattern wir das Programm durch, sondern dass eben es eine Form auch von Möglichkeit gibt, Smalltalk zu halten, eine Möglichkeit gibt, auch anders zusammen zu sein als nur zu dem einen Thema. Das heißt, auch wenn Online-Fortbildungen gemacht werden, müssen sie sich verändern und müssen sie eben den sozialen Bedürfnissen angepasst werden, wie es ja zum Beispiel auch jetzt hier bei der AGMB-Tagung vorgesehen ist. Also deswegen digital soll es, darf es sein, aber auch gerne sozial. Und das ist auch das nächste, der nächste Punkt. Obwohl gleichzeitig digital bevorzugt wird, gibt es halt einen großen Bedarf, persönliche Themen zu besprechen. Und wir haben halt ganz gezielt Befragungen nach Coaching gestellt. Und dann war es auch so, dass die Mehrheit aller Teilnehmenden gesagt hat, ich würde auf jeden Fall, und das war wirklich auf jeden Fall, ein Coaching-Angebot besuchen oder mir das zumindest mal anschauen. Das waren gute 70%, die das gesagt haben, und die anderen waren auch nicht ablehnend, sondern eher etwas unsicherer. Und hier war auch klar, dass es ganz besonders auf Führungskräfte zutrifft. Also gerade die würden ein Coaching-Angebot besuchen. Und es war grundsätzlich so, dass man auch gesagt hat, das muss für mich auch nicht persönlich sein, das kann auch online stattfinden. Und der große Vorteil, der vom Coaching-Angebot einfach gesehen wird, ist, dass es quasi wie eine individualisierte Fortbildung ist. Da habe ich wirklich die Möglichkeit, dass ganz direkt auf mich und meine Probleme in der Praxis zugegangen wird. Und was dabei aufgefallen ist, ist, dass das Problem von normalen Fortbildungen meistens wohl ist, ich höre das, das klingt alles gut, aber was mache ich dann mit dem Alltag? Und so ein Coaching-Angebot hilft sozusagen, weil ich sage, okay, ich habe das und das Problem, hilft mir zu übersetzen, was ich theoretisch gelernt habe, was hat das mit meiner Praxis zu tun. Wir haben auch nach Themen gefragt, explizit, die im Coaching gefragt werden sollten. Und ich meine, da es besonders Führungskräfte betrifft, war es vor allen Dingen Persönlichkeits- und Führungsentwicklung. Also wie führe ich richtig? Wie kann ich mich so verändern, dass ich eine gute Führungskraft bin? Was ist wichtig, um eine gute Führungskraft zu sein? Das sind die Fragen. Die anderen Fragen sind halt wirklich, wie organisiere ich mich? Wie organisiere ich meine Zeit? An dritter Stelle kamen Konflikte. Das hätten wir fast noch weiter oben gesehen. Interessanterweise war das Thema Konflikte für Bibliothekare aus öffentlichen Bibliotheken noch interessanter. Also dort scheint es irgendwie mehr Konflikte zu geben oder stärker als Problem wahrgenommen zu werden. Auch was auch in Richtung Zeitmanagement geht, die Work-Life-Balance und aber auch Themen zu Kommunikation oder Rhetorik. Und ich denke, Letzteres ist gerade auch, was wir gemerkt haben, online fast noch wichtiger geworden. Wie kommuniziere ich richtig? Wie stelle ich sicher, dass Informationen auch ankommen? Also da war eine große Vielfalt von Themen, aber eben Themen, die alle so in den Bereich Management geht. Also wie manage ich Konflikte, wie manage ich Führung, wie manage ich mich, wie manage ich meine Zeit? Das sind so die Themen, die in einem Coaching bearbeitet werden würden. Und dann ist aber die Frage, wie geht es denn weiter? Also wirklich, wie entwickeln sich Bibliotheken, Bibliothekarinnen weiter und wer trägt dafür die Verantwortung? Und die Antwort darauf ist, leider Gottes nach wie vor, dass es in der Hauptsache die Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind, die sich um ihre Weiterbildung kümmern und die Chefinnen und Chefs nicht.
Und das ist wirklich das Erschreckende dieser Befragung gewesen. Diesmal waren es 98%, die gesagt haben, ich kümmere mich um meine Fortbildung und es gibt niemand, der mich dabei unterstützt. Also nahezu alle. Alle Personen sagen, ich muss mich um meine Fortbildung kümmern. Das ist natürlich, Sie haben vorher gesehen, es ist ganz viel Bedarf dafür, in einem Coaching-Management-Thema zu bearbeiten, wo ich halt denke, ja, das ist anscheinend wirklich notwendig, denn eben Personalmanagement, also wie fördere ich meine Mitarbeiter, wie sorge ich dafür, dass Fortbildungen nicht beliebig stattfinden, sondern gezielt, dass sie auch vor allen Dingen strategisch stattfinden. Das ist ja das eine, was jemanden interessiert. Das andere sind Aufgaben, die vielleicht in Zukunft kommen. Wie bilde ich da systematisch weiter? Das passiert nach dem, was wir herausgefunden haben, einfach gar nicht. Und ja, dann ist eben die Frage, was ist das Fazit? Was kann man sich wünschen aus den Befragungen? Was soll uns das jetzt sagen? Also ich habe daraus wirklich zwei Wünsche mitgenommen, von denen ich hoffe, dass das eintritt. Und vielleicht können wir in 5 Jahren nochmal eine Befragung machen und gucken, ob das geklappt hat. Und das, ich kann mir auch vorstellen, also wir publizieren die Ergebnisse auch, dass die Fortbildungsanbieter das vielleicht hoffentlich auch aufgreifen. Das eine ist, dass einfach eben die Online-Fortbildung die Möglichkeiten gibt, mehr Möglichkeiten gibt und mehr Themen. Dass diese Flexibilität, dass wir jetzt so eine Vielfalt an Formaten haben, die Möglichkeit haben, aufzuzeichnen, eben die Möglichkeit haben, nicht vorher lange irgendwelche Hotels zu reservieren. Das heißt, man kann Befragungen, man kann Fortbildungen konzipieren, man kann sie anbieten und wenn sich niemand dafür interessiert, dann sagt man sie halt einfach wieder ab und es ist kaum, also relativ wenig Aufwand entstanden. Dass man diese Möglichkeiten einfach nutzt, um ein breites Angebot zu machen. Das andere, was ich meine Hoffnung ist, wenn mehr Coaching gewünscht ist, dass das auch stattfindet und dass dadurch einfach mehr Führungskompetenz in den Bibliotheken ist, das ist ja gar kein Frevel, es ist einfach so, dass viele Bibliothekare nie dafür ausgebildet wurden, eine Führungskraft zu sein. Und dass diese Inhalte im Studium halt auch sehr, sehr, sehr kurz kommen. Und woher soll es dann kommen? Und dass einfach mit dem steigenden Führungskompetenz eben auch strategische Personalentwicklung stattfindet. Dass wir im 5 Jahren nicht bei 100% sind, sondern vielleicht wenigstens bei 80%. Also dass einfach die Verantwortung da auch für die Weiterbildung der Mitarbeitenden sich anders verteilt. Und meine Hoffnung wäre eben, dass es dann in der Summe ein optimal ausgebildete Bibliothekare gibt, die ganz entspannt diese Aufgaben halt auch abgeben können, sich gut ausgebildet fühlen, keine Zukunftsängste haben und sich und strategisch weiterentwickelt sind, so dass eben auch die Zukunft von Bibliotheken weiter gesichert ist. Damit wäre ich schon am Ende und hoffe, Ihnen hat der kleine Ausflug in die Welt der Fortbildung gefallen und freue mich auf Fragen oder Diskussionsbeiträge.